Immer noch befinden wir uns im Schwindel der Wirklichkeit, im Forum des metabolischen Büros zur Reparatur von Wirklichkeit. Und heute sieht es auch wirklich aus wie eine Reparaturwerkstatt. Ich begrüße alle Anwesenden und alle Abwesenden sehr herzlich. Speziell auch die An- und Abwesenden des transdisziplinarischen Masterstudiengangs der ZHDK, also alle Zürcherinnen und Nicht-Zürcherinnen. Aber nein, im Ernst, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Und wir werden heute Abend, denke ich, in einem echten Stoffwechselprozess einsteigen und überführt werden, so wie das hier aussieht. Der Raum hat sich die letzten zwei Tage, doch dieses Gefäß hat sich sehr verändert. Und heute Abend dieses Forum, das theoretisch gegen unendlich gehen kann oder eigentlich auch gegen unendlich geht, selbst wenn es am Ende irgendeine Art chronometrischer Dauer haben muss. Aber in der Vertikale geht es sozusagen gegen unendlich. Ist dazu da, dass wir alle in irgendeiner Form vielleicht beginnen zu verstehen oder zumindest uns einzufühlen in das, was hier stattfindet. Und deshalb weiß ich gar nicht, wem von euch ich als erstes eines dieser Mikrofone übergeben sollte, ob da ein Bedürfnis besteht oder ob wir uns alle auf die diversen Objekte, Kontexte konzentrieren, die hier unter dem Wort Input gefasst sind. Hallo, ich sage ein paar Dinge für diejenigen, die nicht aus Zürich sind und die das nicht wissen. Wir sind in einer Gruppe von Studierenden, die im Master in Transdisziplinarität studieren und konkret sind das, wenn ich es recht im Kopf habe, 4 Musikerinnen und Musiker, 3 Tänzerinnen, 2 bildende Künstler, eine Architektin, eine Modedesignerin, eine Kunstwissenschaftlerin, ein Fotograf, habe ich jemanden vergessen, eine Filmerin. Insgesamt 15 Leute, die aus unterschiedlichen, nicht nur künstlerischen Disziplinen kommen. Und wir haben dieses Metabolismus relativ ernst genommen. Es funktioniert nämlich so, dass die einen in der Stadt rumgehen und da unterschiedliche Materialien sammeln und das hier an diesen Schalter bringen. Und da wird es dann verdaut und zu einer möglicherweise neuen Wirklichkeit gemacht. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon dem Menschen hier hinter dem Schalter oder irgendjemandem. Das sind Studierende, die jetzt konkret erzählen, was genau sie da tun und welches Material sie verdauen. Ja, hallo. Am Montagabend, nachdem wir im Claire's waren, sind wir zurückgefahren zu unserer Wohnung und an der Friedrichstraße hat es da so eine sehr quietschende Rolltreppe gehabt zur S1 runter und ich habe mein Handy gezückt und eine Tonaufnahme von dieser singenden Rolltreppe gemacht. Sie dann Simon per Mail zugestellt und er hat daraus dann das läuft. Ich habe von Royal eine MP3 bekommen. Schau mal, das ist eine wunderschön quietschende, sterbende, du hast gesagt, sterbende Rolltreppe. Und ich bin ja von der Verdauungsgruppe und habe dieses Audiofile in einem Programm, in einem Audioprogramm eingespielt und dann dem Programm etwas gesagt, das man eigentlich üblicherweise nicht macht. Mach aus diesem Audio-File ein MIDI-File. Draußen hört ihr vielleicht dieses Piano manchmal, das MIDI-Noten spielt. Das sind Kontrolldaten, das MIDI-Format ist in der Musikindustrie heute eigentlich das Kontrollsignal. Dass jedes Instrument kann, fast das elektronische Instrument ist MIDI gesteuert. Und ich habe einfach diesem Computer gesagt, mach aus diesem Audio-Klang einen Informationsklang und habe dann
diese beiden Spuren zusammenlaufen lassen. Also was der Computer übersetzt hat als Kontrolldaten mit dieser Audiospur von dieser singenden, sterbenden Rolltreppe. Und ja. Hören wir mal. Genau. Hören wir da mal doch rein. Das ist das Originalfile. Und jetzt, Fabian fügt jetzt diesem MIDI-Signal, können wir alle erdenklichen Instrumente hinzufügen. Und weil wir Hanna hier haben als Geigerin, die neue Musik spielt, habe ich gedacht, wieso nicht Noten daraus machen? Und wir können das schnell simulieren, wie das etwa tönen könnte, wenn jetzt eine Komposition geschrieben wird zwischen sterbender Rolltreppe und Violine. Und das tönt dann etwa so. Und wie ihr hört, ist es unheimlich musikalisch. Und deshalb ist jetzt die Idee. Ist nachher am Freitag beim Konzert, vielleicht haben Sie gesehen, dass es um 19 Uhr eine Veranstaltung gibt, nochmal von uns, die zwischen Event bzw. Aktionen und musikalischen Aktionen, Handlungen Standpunkte macht. Wollen wir dann diese Rolltreppe abspielen, einerseits den Fall, den wir gemacht haben, von der sterbenden Rolltreppe, die jetzt auch tatsächlich repariert wurde. Und wir wollen aber diesen Prozess des Sterbens nochmal eigentlich lebendig werden lassen, dadurch, dass ich das dann spiele am Freitag, parallel zu der sterbenden Rolltreppe. Genau. Und wir waren heute auch nochmals auf dieser vormals sterbenden, nun wieder geheilten Rolltreppe, und du hast auf der Rolltreppe gespielt und wir haben das dokumentiert und fotografisch und zum Teil, glaube auch Sound und Film. Und es wird dann am Freitag also unterschiedliche Überlagerungen geben, sowohl eben dieser zeitlichen Ebenen als auch medialen Ebenen. Und außerdem wird es andere Kompositionen geben, die wir spielen, auch kammermusikalischer Art, nicht nur solistisch. Und wir laden Sie ganz herzlich ein, dort zu kommen. Also hier werden Dinge aufgesammelt aus Wirklichkeiten, also subjektive Wahrnehmung von, es sind ja immer Nischensituationen. Und das kommt mir vor wie ein großer Mund. Ist es eine Art basisdemokratischer Mund? Wird hier alles abgeliefert, egalitär? Das heißt, ja, der Filter oder Kriterienmatrix ist rein subjektiv. Es gibt weit darüber hinaus keine Fragestellung oder keine, nichts, woran ihr euch nochmal sozusagen quer informiert, Kontexte herstellt, miteinander? Angenommen wird alles. Es schlicht und weit alles, also jeder Müll. Aber es gibt schon gewisse Sachen, die dann auch übergreifend sind, dass man weiß, wer hat aus welchen Interessen was gesammelt. Da gibt es dann wiederum Informationen, die fließen ohne Objekte. Also nicht nur die Objekte, sondern da ist schon eine Information dabei. Und die sind dann teilweise auch notiert auf den kleinen Zetteln. Könnte man noch dazu sagen, wir haben quasi die Geschichten dieser einzelnen Objekte gesammelt oder auch Dokumente, Files, die eingegangen sind. Und
haben dann durchaus etwas selektiert. Also es war möglich anzugeben, ob dieses Objekt verändert werden darf, zerstört, repariert, was auch immer, weiterverwertet werden darf oder ob es in seiner Form bestehen soll und dazu komponiert werden kann, aber eben es eben seine Form behält. Das war vielleicht die einzige Art und Weise der Selektion, so etwas, oder? Also ob die Geschichte auch zerstört wird oder verändert wird, ob die bestehen bleibt. Und der Prozess ist noch im Gange. Es wird permanent weiter gesammelt und es wird permanent weiter, also der Stoffwechsel in Gang gesetzt. Es hat ja so eine Art innerhalb des Stoffes, ich bin da kein Fachmann, aber gibt es ja unterschiedliche enzymatische Funktionen. Enzyme, das Schöne, das habe ich noch gelernt, Enzyme verändern sich ja auch innerhalb des Prozesses. Ja? Und mich interessieren natürlich besonders diese, oder ich glaube für uns alle, vielleicht diese Querverbindung, da war ja schon sowas, die Rolltreppe mit einem händisch gespielten Instrument. Für mich ist natürlich das Interessante, ich genieße den Luxus, also ihr kommt hier an, oder für uns natürlich, ihr kommt hier an und entwickelt so ein System und ihr seid ja nicht die allerersten, wir sind ja schon seit 2 Monaten dran und immer wieder werden andere Versuche angestellt oder andere Sprachmittel auch generiert oder Dokumentationsmittel generiert, um in irgendeiner Form dem Schwindel der Wirklichkeit näher zu kommen. Ja, wobei Schwindel, darüber sprachen wir ja schon im Sommer mal, also ein Teil von euch war ja dabei, hat ja immer diese Doppeldeutigkeit, ist ja ein Scharnierwort. Kann man was dazu sagen? Mein Gefühl sagt jetzt gerade, dass euch die Vertigo offensichtlich oder alles das, was mit dem Schwindelgefühl zusammenhängt, mehr interessiert als das Beschwindeln oder Fake oder so. Also ich sehe jetzt hier keinen Fake. Für mich ist das alles ernst gemeinte Realität, sozusagen. Was hier, also. Kann man hier ist das Zeug ja auch unverdaut. Also das, die Enzyme spielen erst rein, wenn wir darüber gehen. Das läuft ein Video da hinten, das einfach reingespielt wird und erst ab hier beginnt so der Verdauungstrakt. Ich übersetze das jetzt, also ich verdaue das, ab da beginnt der Verdauungstrakt. Aber es gab auch Material, das ein bisschen schon mit dem Schwindel hierher gebracht wurde, vielleicht eine falsche Bezeichnung oder irgendwas. Also, zum das Beispiel. Zum Beispiel bei meinem Plakat da, jetzt liegt drunter unter all den Schichten, das ist ein Bild aus 365 Einzelbildern jeden Tag gemacht, die dann zusammen überlagert wurden. Aber das stimmt nicht ganz, also da hat es schon 1-2 Schwindel drin, weil dass es vielleicht jetzt nicht 365 und Bilder sind. Wurde aber mitgebracht. Das ist schon sozusagen ein Beitrag, der so schon gefunden ist und als sowas wie eine Nahrungskonserve oder eine Tütensuppe. Das war eigentlich in Zürich, als wir mit dem Thema begonnen haben, das Erste. Ah, okay. Verstehe. Es liegt noch bei Rohmaterial. Ne? Dazu kann man aber noch sagen, dass wir also diesen Arbeitsprozess hier weiter verwenden, also wie als eine Art Anleitung vielleicht zu verstehen ist. Und zwar werden wir am Freitag auf die musikalischen Beispiele, die wir spielen, Bilder legen, die wir gemacht haben von dem Spiel im Stadtraum. Und diese Fotos, die entstanden sind, sind auch jeweils nur Ausschnitte aus der Szene. Der Kollege ist, war es nicht okay. Du. und die werden überlagert, genau wie in diesem Bild. Und dann entsteht eben auch dieser Schwindel dieser Woche und der Arbeit der Woche. Mich interessiert noch, eben sprachst du von der Erzählung. Mhm.
Weil die Ausgangslage in diesem Sammelprozess, sozusagen, was diesen Mund angeht, wir sind es gewöhnt, wenn man das in dieser Metapher bleiben will, wir sind es gewöhnt, also in den Mund führen wir Objekte ein und dann wird gekaut, da gibt es einen mechanischen Prozess, das ist ja alles noch vergleichbar, irgendwie auch mit dieser Sammelvorstellung hier. Aber du sprachst eben von der Erzählung, das ist was, was mich sehr interessiert, weil die vermeintlichen isolierten Objekte kommen ja eigentlich schon mit einer Erzählung an, jedes, selbst ich, wo ich nun nicht dabei war, ich würde hier was nehmen, ich würde diese Pflanze sehen, da steht Wein, irgendwas, unabhängig jetzt von dem Titel, dass dann auch noch Wörter draufstehen, selbst wenn ich so ein kleines Pflänzchen sehe, möchte ich es gießen oder so, also es löst ja auch, es bringt eine Erzählung mit, es hat einen, ja, also von vornherein einen narrativen Aspekt, aber es löst auch sofort eine Erzählung aus in mir als Betrachter, und ich verstehe es so, dass gerade in diesen Schichtungen, die du gerade beschrieben hast, also mit mitgebrachten Musikstücken, Kammermusikstücken, wo bestimmte Bilder und Sequenzen zugeordnet werden, das ist ja auch, sind ja alles Erzählungen, die sich zueinander fügen, und mit einfach das Bild der Wirklichkeiten, mit denen ihr umgeht, ist ohne diese Erzählungen nicht denkbar. Mhm. Ja und nein, also für mich, ich kann auch, ich bin Schlagzeuger und ich bin daran interessiert, und Klangforscher, und ich bin daran interessiert, was haptisch da abgegeben wird, und versuche dann, natürlich ist es schön zu wissen, woher das kommt, aber meistens steht da ein Stein aus dem Tiergarten. Und ein Stein aus dem Tiergarten habe ich dann mein Laboratorium, wo ich den Stein durch mich, das Spielen neu interpretiere und so versuche, eine neue Geschichte zu erfinden. Oder was eben, das habe ich sehr schön gefunden, was jetzt bereits passiert ist mit Rael, Fabian und Anna, dass wir zusammen eine Interaktion haben, die untereinander eine dynamische Interaktion passiert, wo man sich überlegt, ah, man könnte das machen, das machen. Es kommen Egos zusammen, künstliche Egos, die sagen, ja, jetzt willst du das machen und so. Und das sind die spannenden künstlerischen, aber auch gesellschaftlich menschlichen Aspekte, die mich eigentlich darin interessieren. Das ist ein sozialer Faktor, wir lernen hier auch irgendwie Transen zu sein. Und ja. Ja, das finde ich ungeheuer spannend, weil das habe ich am Anfang ja schon nur so auf so eine flapsige Weise reingebracht. In dem Moment, wo wir einen ästhetischen Aspekt haben, also etwas, was wahrnehmbar ist in irgendeiner Form, schleppen wir in irgendeiner Form, oder wir isolieren, oder wir entwickeln zugleich immer auch den anästhetischen. Also wenn du zum Beispiel ein Objekt nimmst und isolierst es und sagst, das ist mir jetzt völlig egal, ob der Stein vom Mond, von diesem neumodischen Meteoriten, der da rumfliegt, oder Asteroiden, oder aus dem Tiergarten ist, ich nehme dieses Objekt, und indem ich damit umgehe, für mich war gerade schön, ich habe falsch gehört, also zum Beispiel so Fehlinterpretationen akustischer Art, ich neige dazu, sind ja manchmal auch praktisch, du hast Interaktionen gesagt, also für mich übersetzt, und weil du hast es, für mich klang es wie Traktionen. Also ne, Traktionen, also die Behandlungs-, so nennt Lachen man ja, keine Ahnung, irgendwelche merkwürdigen Spieltechniken an Instrumenten und so. Also sofort sind da so verschiedene Brechungen, prismische Brechungen. Ja, also das Anästhetische, also mit jedes Objekt bringt etwas mit, und das Anästhetische liegt der Wirklichkeit, meinetwegen liegt schon direkt auch darin, dass, indem ich es wahrnehme, beispielsweise der Rest der Welt isoliert wird. Das ist genau das, eigentlich, was du gesagt hast. Und es stellt dann meine Wahrnehmung ins Zentrum, weil ich was daraus machen muss. Und ich entwickle dann eine neue Realität. Eine, für mich jetzt eine akustische Realität. Aber genau. Du, ja, auch akustisch, aber vielleicht jemand eben eine visuelle oder eine geschichtliche, also eine Story oder sowas. Aber letztlich bestätigst du, also ich will jetzt überhaupt nicht recht haben, aber es ist nur zur Fortführung des Gedankens, letztlich bestätigen wir damit ja diesen narrativen Aspekt erst recht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo die eine Geschichte fortfällt, können wir gar nicht anders. Es ist quasi ein Handlungszusammenhang, als sofort die andere, ja, also zusammenzufügen oder zu addieren, zu entwickeln. Ich behaupte mal, ich meine, ich bin nicht der Erste, der das behauptet, dass unser System einfach so funktioniert. Wir würden gar nicht, also einen Schritt neben den anderen machen können, wenn es nicht irgendwie auch für uns eine Erzählung gäbe, die damit zusammenhängt. Es ist, also für mich spielt auch die Erzählung in einer, also ich möchte jetzt nicht ein Musikstück machen,
In dem Sinn, das kann man natürlich auch, aber jetzt, was ihr auch hier hört, das ist jetzt vor allem von Fabian und mir, wir haben uns dem Akustischen jetzt hier angenommen, wir haben uns gesagt, wir machen auch grundsätzlich eine Atmosphäre von ja, ein Schwarm oder ein Rauschen von verschiedenen Geschichten und eben Reparaturen. Also Fabian, du solltest das, ich kann das auch noch laufen lassen, du kannst vielleicht die einzelnen Gegenstände noch erklären. Also da ist vor allem der Reparaturaspekt, der interessant ist. Also am einfachsten lässt sich das da bei der Gitarre zeigen, die seine Form und seine Wirklichkeit verloren hat. Nämlich nur noch ein Hals, hat keinen Körper mehr. Und was es jetzt wieder macht, ist, sie versucht kläglich wieder zu spielen. Und das Gleiche passiert mit dem Schlauch, der keine Luft hat und der kriegt wieder Luft. Und das Rädchen, das dreht wieder. Also die Wirklichkeit ist wieder hergestellt. Repariert, genau. Das hier ist auch noch zu erklären, das wurde auch abgegeben, ich weiß gar nicht, wer hat das gefunden? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Und wir haben das, Fabian hat das einfach mal so aufgehängt und dann haben wir einfach so langsam das Zeug dazu gebunden. Miriam, du hast noch jetzt die Plakate dazu geklebt. Da unten seht ihr das ganz große Input-Ding, das reingekommen ist. Und was uns auch interessiert, sind Übersetzungen von dieser haptischen Bildsprache zum Klang. Was ich hier auf meiner Trommel mache, habe ich jetzt hier zum Beispiel mit einem, hier seht vielleicht hinten da diese komische Büchse, das ist ein Lichtsynthesizer, der Klang, also Lichtschatten in Klang umwandelt. Ich mache das etwas lauter, dann hört man das vielleicht auch. Extra sehr leise gemacht. Diese Frequenzen, also die Höhen, diese werden durch das Lichtspiel auf dem kleinen Synthesizer verändert. Also die Idee war eigentlich eben dieses multidimensionale Umsetzen, Übersetzen zwischen Licht und Ton und Bild zu veranstalten. Wie wichtig ist für euch, ich stelle jetzt einfach ein paar dumme Fragen, ihr habt schon gesagt, es gibt dann so Verständigungsebenen, so Zwischenebenen oder Layers, würde ich mal sagen, also wie wichtig ist dann die Sprache? Also wir schwätzen jetzt miteinander beispielsweise und ich sagte ja auch schon hier, teilweise kleben Wörter drauf, das ist erstmal wahrscheinlich einfach das Inventar, die Inventarisierung, und damit man was wiederfindet auch, vermute ich, also man muss es ja in analoge Ordner boxieren und etikettieren. Also eigentlich ist es ein Protokoll im Sinne des Wortes. Protokollern heißt eigentlich vorn dran geklebt im Griechischen. Also es ist vorn, das sind lauter Protokolle, wo man direkt an diesem Etikett dann und eben ein Name auch, immer ein Name. Also wie wichtig ist diese, oder anders gefragt, ist, gibt es eine Zielvorstellung, gibt es bündige Sätze oder Fragen, wo man, Freitagabend treffen wir uns und ihr liefert uns die 10 oder die 11 magischen Sätze zum Schwindel der Wirklichkeit oder so. Die Antwort liefern wir doch dann. Nochmal bitte. Die Antwort liefern wir dann. Was das ist, Schwindel der Wirklichkeit. Das meinte ich. Ob das wünschenswert wäre für euch. Also ich glaube nicht, dass wir den finden werden. Man soll nicht so pessimistisch sein. Aber wir arbeiten an verschiedenen Stationen. Also das ist hier eher der digitale Bereich. Da hinten gibt es einen analogen Bereich. Und am Anfang haben wir wild die Sachen eingesammelt und dann ist uns eigentlich schon aufgefallen, dass das nicht so strukturiert war, beziehungsweise ich wollte die analog verarbeiten und plötzlich war mir nicht klar, was darf ich mit denen machen, darf ich die zerschneiden oder zerreißen oder nicht.
Und so bin ich aufs Kopieren gekommen, weil ich dachte, da kannst du nichts falsch machen. Ich will ja nicht sozusagen die Kollegen, die Arbeiten der Kollegen zerstören. Und dann haben wir aber versucht, und dann sind wir beim Protokoll, nämlich doch unsere Systematik reinzubringen. Und ab dem zweiten Tag bedeutet ein Häkchen bei dem Post-it, dass man das verwehrt, also auch zerstören durfte. Ah, aha, das ist zum Beispiel so eine Verabredung, das meinte ich. Genau, und die ändert sich fortwährend anhand der Praxis sozusagen. Aber das Häkchen bedeutet zum Beispiel, hier ist ein Häkchen an diesem Buch, Schlüssel des Glücks von Michael Schoschenko. Mit dem Häkchen, das Buch durfte ich zerstören, wenn ich wollte. Oder mitnehmen oder... Okay. Ja, genau. Feel free. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich rede auch für die anderen, wir wären gar nicht so traurig, weil wir merken, es... Also, aber dann ist überfüllt es ein, dann betreibt ihr jetzt, also eben, ich bin kein großer Spieletheoretiker, da kennen sich andere Leute viel, viel mehr aus, aber mir kommt das vor wie so ein großes Spielsystem, in das ihr sozusagen verabredet und wo die Vielstimmigkeit, die dabei obligat ist und die auch am Ende erhalten bleiben wird, sozusagen auch eine Art von Antwort ist, oder? Auch eine Art von Antwort. Ja, bis jetzt ja. Also die Polyphonie oder auch die Antagonismen, die darin enthalten sind, zwangsläufig. Also zum Beispiel der Raum ist entropisch zur Zeit. Ich bin 24 Stunden weg gewesen, vorher sah er ordentlicher aus. Ja, das ist so mit dem Schwindel. So der Lauf der Dinge beim Schwindel. Ja, und auch sonst. Also was ich so faszinierend finde, ist eigentlich, was unter uns entsteht. Es hat ziemlich viele von den Studierenden, die erst im September begonnen haben und was jetzt eigentlich so entsteht an einander auch zuhören und miteinander metabolisieren und entwickeln. Jemand bringt was ein und alle ziehen irgendwie an verschiedenen Strängen und trotzdem... alle irgendwie helfen mit, es zu einem Produkt zu werden, das letztlich ganz vielschichtig wird. Wir haben natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, das ist die Dokumentation vom Ganzen. Also ich denke mir, das wäre vielleicht auch... Da liegt vielleicht auch die Antwort. Also wir haben noch natürlich eine Dokumentationsgruppe. Und Lou, du kannst vielleicht sagen, da hinten läuft ein Video, was du dazu gedacht hast. Okay, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so repräsentativ hier für die... Ich verstecke mich jetzt auch mal dahinter oder hier hinter dem Tisch. Als Mitglied der Dokumentationsgruppe sind für mich viele Fragen aufgekommen in Bezug auf Wirklichkeit. Also was dokumentiere ich denn überhaupt und wo geht denn überhaupt mein Interesse hin? Welche, was wähle ich überhaupt aus von dieser komplexen Wirklichkeit irgendwie, wenn ich irgendwas fotografiere, filme, aufnehme? Also wo geht denn eigentlich meine Interesse hin? Ist das das Interesse auch der Akteure oder ist das nur mein persönliches Interesse? Und so kam ich, was da drüben zu sehen ist, ist nur vom ersten Tag. Das ist ganz einfacher Probelauf, den ich mit der GoPro-Kamera gemacht habe und wo die GoPro-Kamera an einem Teil meines Körpers war, in dem Fall am Handgelenk. Und es ging mir einfach darum, den Raum hier, so wie er vorher war, bevor wir hier arbeiten, zu dokumentieren. Und gleichzeitig war ich mit meinem Körper eben im Raum präsent, gleichzeitig war die Kamera präsent und gleichzeitig, ja, es gab so eine Defragmentisierung meines Körpers und gleichzeitig die Kamera und ja, als wären wir auf einmal mehrere, die Kamera und ich und verschiedene Körperteile, die diesen Raum erkunden und gleichzeitig filmisch festhalten. Das sieht man auf diesem einen Video. Und da ist dann was ganz Wichtiges, das dann passiert, dann auch. Also, was meinst nicht du mehr, damit jetzt? Also, wir haben dann, Fabian hat hier etwas Technisches ausprobiert mit dem Mikrofon und dann hat es einen Fehler gegeben, ein Feedback gegeben, ein Brummen. Und du hast also gesagt, ja, ich habe so getanzt, als
als würde meine Hand sehen. Und ich als Transe, als Audiotranse, sage natürlich, ja, wie wäre denn das, wenn die Hand auch noch hört? Und wir haben dann einen Versuch gemacht, dass Lou ein Mikrofon an der Hand hatte und dasselbe jetzt eigentlich noch einmal macht und sich eigentlich akustisch noch einmal durch diesen Raum bewegt, um das dann vielleicht auch wieder zusammenzulegen, also dieses Video, wo man sieht, wie Lou sich durch den Raum bewegt, wo man es auch hört, mit einem akustischen Ausloten des Raums über Feedback. Und also es gibt noch eine zweite Dokumentationsfrau. Ja, also dort hinten ist ein erstes Experiment entstanden. Das ist ein Video, in dem ich also das Sammeln dokumentiere. Es gab ja eben eine Gruppe, die hier im Stadtraum in Berlin Material gesammelt hat. Und ich bin mit dieser Realität also ich habe eine Realität des Sammelns, nämlich für mich bedeutet es einen Prozess der Aneignung und auch Enteignung von Dingen und von Gegenständen, diesbezüglich auch eine Form von Entfremdung oder Exotisierung oder eben Objektifizierung. Ich bin eben der Sammlergruppe nachgegangen, das waren jetzt in diesem ersten Beispiel zwei Personen und habe sie eben dergleichen auch objektifiziert in dem Sinne. Also und habe also für mich war das sehr interessant, weil das kann sozusagen wie eine Strategie des filmischen Ethnografierens gesehen werden und ist für mich ein Experiment, weil ich das zum ersten Mal mache. Also was bedeutet das permanent die Kamera auf jemanden gerichtet zu haben? Ich nehme ja permanent ein Bild von denjenigen weg und das erinnert mich eben sehr stark an, also das kennt man sehr häufig aus solchen Dokumentationen oder auch aus vergangenen Zeiten eben im Kolonialismus oder kann im Kolonialismus zugeschrieben werden, dass eben weiße Europäische in Länder gegangen sind und eben Menschen einfach so gefilmt haben aus einer gewissen Distanz heraus. Und genau, also mit diesem Prozess versuche ich gerade so ein bisschen zu arbeiten und was vielleicht das Neue daran ist, ist, dass ich das eben diesbezüglich, das könnte ein weiterer Nebenaspekt sein, mit dem ich gerne weiterarbeiten möchte, dass ich das diesbezüglich eben auf meine Eigengruppe anwende. So, also heute bin ich mit einer, also mit einer Partnerin, mit Nina, sind wir eben Hanna und Rahel gefolgt und haben sie auch dokumentiert und da habe ich jetzt eben eine andere Strategie versucht, also ich habe eben versucht, eher eine ganz große Distanz zu halten im Vergleich zu dort. Dort war ich irgendwie immer sehr mobil mit der Kamera hinterher und habe halt auch teilweise Fragen gestellt zu der Art und Weise, wie diese Objekte jetzt entnommen werden oder warum sie das tun. Und heute habe ich eben versucht, das, also eine größere Distanz aufzubauen. Also vielleicht können wir beide noch darüber sprechen, weil Nina war eben auch mit der Kamera dabei. Das war heute der erste Tag für sie, dass sie in der Dokumentationsgruppe war. Ja, kannst du? ja, wir hatten eigentlich zum Ziel, die Geigerin zu filmen, die da auf der Rolltreppe, also was vorher erklärt wurde. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nicht erklären, du musst mir helfen. Es hat sich irgendwie ergeben, dass die gegangen sind dann und wir sind geblieben in der U-Bahn-Station und haben dann begonnen, irgendwie uns gegenseitig zu filmen. Und wir sind dann eine Stunde unterwegs gewesen in der Stadt, in der wir uns die ganze Zeit gegenseitig gefilmt haben. Und wir wussten irgendwie, wir wollten das gar nicht, es hat sich so ergeben und ist dann... Ja, wurde irgendwie das Dokumentieren wurde zum Selbstzweck irgendwie. Das war total spannend. Und wir sind dann irgendwann am Ostbahnhof, haben wir gemerkt, dass wir eigentlich schon hier sein sollten.
Ja, also wir haben uns davor nämlich auch ein bisschen über das Dokumentieren unterhalten, also weil wir hatten die Situation davor immer an einem Platz, wo wir eben auch dieses musikalische Szenario aufgenommen haben, und dann hatte ich eben diese weite Entfernung, und dann hatte Rahel auch noch fotografiert, und dann hatte ich eben diese Szenerie, also das heißt, es gab irgendwie immer so eine Dokumentation von der Dokumentation, und irgendwie hatte sich das dann in diesem Moment so zugespitzt, nur dass sich halt diese beiden Kameras eben wie Augen plötzlich verselbstständigt haben und also sich völlig einem Objekt entzogen haben, sondern plötzlich nur noch Subjekt und Subjekt sozusagen gegeneinander standen. Und also das war jetzt ein erstes Experiment, aber es ist sicherlich ganz spannend zu schauen, also was so passiert, weil wir haben uns eben durch den Stadtraum bewegt, und es wirkt eigentlich also sehr unangreifbar, weil sich eben zwei Kameras gegenseitig dokumentieren. Normalerweise in unserem Stadtraum sind wir ja permanent umgeben von Kameras, und wir werden permanent auch irgendwie überwacht oder dokumentiert oder sonstiges. Und diese beiden Kameras haben eben nur sich selbst dokumentiert, aber trotzdem haben wir teilweise die Erfahrung gemacht, umso näher wir dann zum Beispiel an ein Café oder an Menschen gekommen sind, dass eben natürlich auch also die ganze Außenwelt damit reinfließt und teilweise auch bedrohlich war, eben weil es zwei Kameras waren. Da hatten wir so eine Situation im Café, da hatte die Besitzerin sehr extrem drauf reagiert, obwohl das ja nicht an sie adressiert war, der Blick. Und also weil ich wollte nochmal, das hängt aber alles zusammen, denke ich. Nochmal zurück, auch was du ziemlich am Anfang gesagt hattest, in dem Moment, wo du jemanden fotografierst oder filmst, nehmen wir auch die Bilder weg. Das ist, und du hast auch Bezug genommen auf so diese magisch, quasi animistische Welt, wo die wir heute eventuell für also obsolet, altmodisch halten, aber im Grunde genommen leben wir in einer Welt der Veräußerungen oder auch des permanenten Aufnahmemodus. Und das würde ich gerne nochmal versuchen umzulegen, also innerhalb eures Spielsystems hier, inwieweit denn ist, also vielleicht ist die Frage zu persönlich, gerade jetzt nach zwei Tagen, oder vielleicht ist sie auch gerade richtig, weil, wie gesagt, es kommt mir jetzt auch, das Ganze kommt mir vor, der Raum wird ja zu so einer Art Körper, aber auch der geistige Raum, mit dem er umgeht. Und wie weit ist denn, also ich, wenn ich jetzt da drin steckte, so ganz, ich weiß nicht, wie weit gibt es Ängste zu verschwinden da drin? Was ist so viel? Es sind so viele einzelne Dinge. Die Gruppe ist auch relativ groß. Also die Frage ist jetzt gar nicht nur so psychologisch gemeint, sondern auch tatsächlich hinsichtlich der Verschwinden, hinsichtlich einer Folie, mit der ich subjektiv in der Lage bin, Wirklichkeiten wahrzunehmen und zu generieren. Also ich, dieses sich hineinbewegen in diesen auch sozialen Körper, aber auch in diesen Objektekörper. Das ist eine Frage an alle natürlich. Wie so ein Schlund. Nein, eine Frage. Meinst du, wie so ein Schlund? Ja. Oder auch ein Labyrinth. Nochmal eine Frage zu der Frage. Also meinst du jetzt damit, dass man dadurch, dass hier irgendwie auch so viele kollektive Prozesse oder sowas stattfinden, dass man sozusagen irgendwann in so einen Wahrnehmungsmatsch geraten kann, also dass alle irgendwie so in eine Richtung gehen und dass das Einzelne nicht mehr so richtig sichtbar ist, oder... Gut, das ist jetzt natürlich sehr das ist viel negativer, als ich es jetzt zunächst angenommen hätte, aber sagen wir so, es gibt eine gewisse Entropie, also die Dinge breiten sich aus, es wird mehr gesammelt, es wird mehr in diesen Schlund hinein bewegt, und für mich beispielsweise ist sehr oft die Möglichkeit, ist es vielleicht auch eine fast schon paradoxe Bewegung, alles zulassen zu können und gleichzeitig für mich zu sortieren und wegzulassen. Also in dieser Vielfalt Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja wahrscheinlich dann der Prozess eher von hier nach da, wenn man das sieht, oder? Ähm,
Also ich glaube, ich würde das jetzt mal aus der Dokumentationsgruppe sozusagen heraus beantworten, weil Lou hatte ganz zu Beginn eben eine sehr schöne Frage gestellt, ob es möglich ist, lückenvoll oder lückenlos zu dokumentieren. Und eigentlich ist die Frage ganz einfach. Also natürlich kann man nie lückenlos dokumentieren. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das nicht kann. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man eben eigentlich permanent an seinem eigenen Wirklichkeitsfilter festhält, weil das impliziert nämlich, dass also eine permanente Reflexion darüber, wie man selbst eben kulturell oder sozial sozialisiert worden ist. Und für mich findet eben nur dann eine Form von wirklichem Austausch statt. Das heißt, ich würde mir eben jetzt auch für die nächsten Tage wünschen, dass, also damit man in einem Dialog miteinander bleibt, also dass man seine Position eben auch versucht zu schärfen, die Fragen, mit denen man hierher gekommen ist, dass man die schärfen kann, damit wir noch mehr daraus generieren können. So würde ich das für mich beantworten. Desiree sollte eigentlich dazu was sagen, oder du hast kopiert und kopiert. Das ist doch eigentlich genau dieses Ding von der Einzelne wird, geht verloren. Ich war eine von den Personen, die öfters da gesessen hat und immer wieder Materialien und Objekte bekommen hat. Das heißt, ich hatte wie eigentlich keinen Filter auf die Sachen, die kommen, weil es halt so viele waren und weil man halt da in der Position ist, um diese Dinge einfach mal in den Raum zu holen oder zu bekommen. Und heute habe ich mich dann entschieden, weil aus der Geschichte, die Sophie eben erzählt hat, dass sie angefangen hat, die Dinge zu kopieren, weil sie nicht wusste, inwiefern sie das Original benutzen kann, habe ich mir dann gedacht, bin ich über den Tisch gegangen, habe die Sachen nochmal angeschaut und wollte dieses System vom Kopieren auch anwenden. Aber weil ich irgendwie nicht den Zugang zu einem Kopierer hatte, habe ich dann angefangen, Zeichnungen, die Miriam gemacht hat, in einem Café nochmal abzuzeichnen. Und habe sie einfach nochmal dann als Kopie deklariert und sie in den Sektor von von Sophie gehängt habe. Ich höre dich schlecht. Genau. Dieses Wort Übersetzung, das Kopieren ist ja eigentlich eine Spezialform des Übersetzens. Und auch das sich einfallen, internalisierens gewissermaßen. Und du warst ja auch in diesem, also so in dieser Funktion hier, also du gehörst zur Aufnahmegruppe, du gehörst zum Mund. Ich gehöre zur Verdauung. Ach so, da. Ganz falsch, aber die Verdauung beginnt im Mund. Ja. Gut, du hast gesagt, das Kopieren sei eine Spezialform der Übersetzung. Und ich finde das ja so spannend, wenn wir mit den Analogien vom Körper schon gearbeitet haben, mit der Verdauung und Metabolisierung. Es gibt ja auch die Spiegelneuronen, die ganz wichtig sind. Ohne die Spiegelneuronen ist Lernen ja gar nicht möglich. Und das ist ja auch eine Form von anderer Verdauung. Ich finde noch etwas interessant, was Laura gesagt hat, dass man unbedingt an seiner Wahrnehmung festhalten soll, weil so viel ist bei dieser Verarbeitung. Ich habe da noch zwei oder mindestens diese Erfahrung jetzt gemacht. Ich sehe das eigentlich wie ein Spielfeld oder ein Übungsfeld für eben nicht an seinem Wahrnehmungsfeld wirklich festzuhalten, sondern zusammen die verschiedenen Wahrnehmungsfelder auszudiskutieren, auszuloten, wie man zusammen eine neue Wirklichkeit bauen kann. Und das ist dieser soziale Aspekt des Zusammenwirkens, Zusammenwahrnehmens, was mich eigentlich persönlich immer mehr beginnt zu interessieren, weil dieses Bild des einzelnen Wolfs, des geilen Künstlers im Wald, der dann irgendwann mal entdeckt wird, ist für mich irgendwie... Das läuft zu Tode, das läuft heiß. Und ich finde diese, auch der Recycling-Gedanke, der hier drin liegt, der aus dem Abfall, aus wirklich nichtswertigem
etwas qualitativ Neuwertiges wiederherzustellen, das ist eigentlich für mich einen gesellschaftlichen Wert, den ich eigentlich verfolgen möchte. Und von mir aus gesehen auch ein Appell überhaupt an die Kunstwelt, dass diese Kunstwelt wieder einen Inhalt kriegt, der dem Menschen wirklich was bringt und nicht einfach nur dem Handel, also dem Kunsthandel, oder? Ja, ich möchte doch kurz dazu antworten, weil ich fand, du hast jetzt drei Dinge gebracht, die waren alle drei sehr groß für mich. Also klar, bei mir immer. Sehr groß. Und das eine ist, als ich davon sprach, dass wir eine Selektionsnotwendigkeit in der Wahrnehmung gibt, war das noch viel einfacher gemeint. Ich habe noch gar nicht an Kunst oder an großartige gesellschaftliche Prozesse gedacht, sondern eher ans Überleben. Also hier so einen Schritt vor den anderen versuchen und nicht gleich umfallen. Weil unser Hirn, also ich meine, ich bin auch kein Neurospezi, aber es ist ja so, dass alle unsere Sinnes-, Denk-, Wahrnehmungsfunktionen vor allem, so nehme ich es eben wahr, und das kann man auch, glaube ich, prüfen, sehr stark die Funktion haben, vieles wegzulassen, damit wir in irgendeiner Form, wenn man es böse sagt, funktionieren, wenn man es einfach sagt, sich einen Reim machen können. Wir müssen uns ja irgendwie einen Reim machen, und das meinte ich eigentlich nur erstmal auf so einer ganz einfachen Ebene, noch nicht sozusagen. Das Zweite ist, ich glaube, das ist wie eine große Waage. Ich kann mich nur dann auf diese kollektiven Prozesse und dieses Chaos, produktive, die Vielfalt, die Polyphonie einlassen, wenn ich die Waage habe, wenn ich immer die Möglichkeit habe, irgendwo auch in mich hinein auszuweichen oder mich zurückzuziehen, und zwar auch bei mir persönlich auch tatsächlich zurückzuziehen. Also ich bin Theatertier, aber ich muss jetzt mal so subjektiv. Und das Dritte, dass der einsame Wolf, das Genie und so, auch da gibt es eine Waage, denke ich. Und deshalb war die Frage erstmal sehr einfach gemeint, weil ich stelle mir vor, ich komme nach 24 Stunden zurück, hier gibt es dieses Anwachsen des akademischen Berges, Akademos war ja mal ein Hügel, oder den gibt es noch bei Athen, dieses Berges, den ihr jetzt hier anhäuft und auf dem man klettern kann, also ich kann hier klettern und von verschiedenen Seiten, geistig oder auch physisch. Und dann ist die Frage eben, und das ist wahrscheinlich der Übergang jetzt ins nächste Stadium auch, ohne dass man so nur in diesen Stufen, ich finde die Stufen sehr didaktisch und praktisch anwendbar, also Aufnahme, Verdauung und Dokumentation, aber letztlich ist es natürlich, so einfach ist es nicht. Ne? Also deshalb die Frage eben auch sozusagen, wie das sind ja alles Kreisläufe, rekursive Systeme, wo die immer wieder auf sich selbst zurückspielen. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht, natürlich haben wir das auch der Einfachheit halber sozusagen eingeteilt, damit wir in Gruppen vielleicht auch zunächst mit einem verschiedenen Ansatz arbeiten und beginnen irgendwie zu sortieren, wie sich Prozesse entwickeln zwischen uns. Aber ich glaube, was uns alle irgendwo verbindet, ob es die Sammelgruppe, die Dokumentationsgruppe oder eben hier die Verarbeitung war, ist eine Verschiebung der Wahrnehmung herzustellen. Also das Sammeln lief ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen ab. Es waren auch Dinge, die wir gesammelt haben, die wir auch hergestellt haben im Prozess des Sammelns quasi. Es waren Dinge, die wir gesammelt haben, die wir sonst eben als Müll oder nicht verwertbar, was auch immer, anschauen und die plötzlich eine andere Bedeutung bekommen können. Also es ist eine Verschiebung der Sicht auf das. Die Frage, was für einen Wert kann das vielleicht haben? Und dann haben wir das hierher gebracht und die nächste Gruppe hat wieder darauf geschaut mit einer ganz anderen Perspektive und hat versucht, einen Wert zu kreieren oder eben diese Wahrnehmung.
Und in der Verwertung dann oder in der Verdauung kamen dann ganz viele Dinge zusammen und wurden auch vielleicht Dinge, die zunächst von einer bestimmten Perspektive und eben mit einer bestimmten Geschichte hierher gebracht wurden, von einer ganz anderen Richtung her betrachtet. Und diese Art eben des Schwindels dann mit diesen Objekten war eigentlich, glaube ich, hat uns alle verbunden in der Arbeit. Genau, also dieser Spruch, die Verdauung beginnt im Mund, der ist nicht von mir, den habe ich nicht gerade erfunden, damit es hier schön passt, sondern das ist ja wirklich ein Standardspruch, der, ich nenne es immer Makrokaoten, also makrobiotische Diätetik, dieses berühmte, was dann nur noch so in so einer vulgär-esoterischen Ecke landet, also alles 32 Mal kauen und so, sondern auch die Einspeichelung und so weiter, aber es, de facto ist es. Ja, so. Und gleichzeitig, der Mund ist eher im Kopfbereich, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, aber es ist ja nachgewiesen, dass wie viel Intelligenz liegt im Bauch, notwendigerweise. Jetzt ehrlich gesagt, wo ich in dieser Verdauungsgruppe bin, sofern man das abgrenzen kann, da habe ich das richtig gemerkt, man sollte das nicht unterschätzen, das ist ein Prozessverdauung und das ist gar, geht gar nicht so schnell, das braucht Zeit und weniger ist mehr, habe ich jetzt auch gesehen, also deswegen kann ich die Frage verstehen, also für meinen Geschmack könnte man das Annahmebüro einstampfen und sagen so, nee, oder vielleicht die Dinge sogar zurückbringen oder also um das so wie zu reduzieren. Und um nochmals auf die biologische Komponente vielleicht auch nochmal zurückzukommen, wie viele Millionen oder Milliarden Bakterien sind noch im Darm, die nicht die Genetik haben und die wir nicht kontrollieren können? Und das ist ja auch dann was Fremdes, das dann irgendwie letztlich beeinflusst. Also, ja. Ja. Man kann ja auch herumwandern. Wo befinde ich mich? In der Verdauung, kurz vor dem Dickdarm. Sophie, willst du vielleicht was sagen dazu oder so? Ah, das ist die analoge Station. Also mir war klar, dass ich nicht digital verdauen werde, sondern analog. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich das mit den Kopien gemacht, weil ich nicht wusste, was ich verändern oder zerstören darf und was nicht. Und ich mache zwei Sachen. Ich kopiere diese Dinge, die ich mir davor abhole. Und am Anfang hatte ich eigentlich selber gesammeltes Zeug mitgebracht. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, das darf ich ja gar nicht nach unseren Spielregeln. Ich muss ja das erst abgeben im Büro, um das dann wieder nehmen zu dürfen. Und dann habe ich so einen Haufen gehabt und habe, ich kann das nicht richtig aussprechen, so dies und das. Und das habe ich dann kopiert und damit weitergearbeitet. Und ein anderes Projekt ist, dass ich so Hefte mache, dass ich Schnipsel, die ich da hole, kopiere, reinklebe, also entweder passiert das im Heft oder hier an der Wand. Und eigentlich geht es schon dann manchmal auch um Sprache, weil ich habe auch schon Sätze von dir ausgeschnitten und dahin geklebt. Oder das Ticket habe ich vergrößert, da kopiert Schwindel der Wirklichkeit. Ja, also ich weiß nicht, ob man, ich wollte das, also ich habe das vorne nicht einfach nur so begonnen. Die Frage nach der Sprache war ein nicht ganz zielgerichtet, aber sie trifft doch einen bestimmten Zusammenhang. Weil wir in dem Moment, wo wir uns versuchen zurechtzufinden, versuchen wir auch dieses ominöse Wort, aber wir versuchen ja auch zu verstehen. Oder das meint ihr, oder ganz praktisch gesehen eben dieser eine Schritt nach dem anderen, so diese Handlungsfähigkeit. Also morgens, wenn ich wach werde, dann geht das mit diesem Sprachwurm in meinem Kopf auch los und ich glaube bei uns allen und erst mit diesem Apparat, der dann auch ich sagt oder so oder sich seines Namens erinnert oder vermeintlich eben meines Namens erinnert, das ist doch eigentlich, bleibt es bis auf bestimmte ekstatische Situationen oder implosive Situationen, bleibt es so ein Grundzustand für uns, dass egal was wir tun, egal wie wir uns physisch, psychisch befinden, dass der Sprachapparat irgendwie doch weiter vor sich hin nudelt, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, ich behaupte mal, also das ist zum Beispiel diese PowerPoint-Krankheit, in der wir uns befinden, also von wahrscheinlich 100 Vorträgen, die heute gehalten, Lectures heißt das heute, die gehalten werden, sind wahrscheinlich 97 mit PowerPoint-Technik ausgestattet. Das heißt, jemand spricht,
so ein bisschen so wie hier jetzt auch, jemand spricht und während er spricht, tippt er immer wieder auf die nächste Mal Enter oder Leertaste und es erscheint meistens eine Fotografie oder dergleichen oder ein Filmausschnitt und noch ein paar zentrale Stichwörter. Und diese Idee oder anders gesagt, es ist eher so eine Art grobes Gefühl, ich verstehe allein durch die Kombinatorik, die da im Spiel ist, ich verstehe etwas, sage ich jetzt mal so wertend, halte ich für die reine Illusion. Also weil wir verstehen etwas, ich schreibe vielleicht mit, ich sehe eine Fotografie, soll sagen, unser System ist darauf angelegt, also um zur Wirklichkeitswahrnehmung, unser System ist darauf angelegt, verschiedene Sprachen zu kombinieren, gegeneinander abzugleichen und dann in uns eine Art endokrinologisch bedingtes, also hormonell bedingtes Wohlbefinden auszulösen. Aha, ja, so ist es, ja. Es konvergiert alles. Je mehr ich differenziere, desto mehr konvergiert der Raum. Er wird zu einer Art kleinen persönlichen Kathedrale. Und ja, so ist die, ja, also das ist die, so ist doch die Wirklichkeit. Ja, das ist doch jetzt wirklich. Und das natürlich manchmal im Millimeterst-Bereich, ne? Also unheimlich. Ich soll sagen, dieses, was ihr hier tut, wenn ich das jetzt mit dieser Folie quasi belege, hängt doch genau damit zusammen. Wir haben diesen Raum, wir haben in irgendeiner Form Text, im Moment texte ich dominiere wegen dieses Gequatsches. Und wir haben Bilder unterschiedlicher Art, sei es wir zusammen oder auch in dem Fall bewegte Bilder oder eben jede Menge auch kleine Powerstrips-Bilder. Und wir haben Wörter, weil die klassische, oder genauer gesagt die barocke Emblematik, die geht zurück aufs 17. Jahrhundert, da gab es wirklich ein Buch, das hat das ausgeführt, den Namen habe ich jetzt vergessen, von wer das war, ein Italiener. Und da ist es drüber die Überschrift, darunter ein Stich, darunter ein Fließtext, allerdings ein mit Versmaß, im Versmaß, also eigentlich Lyrik. Und hier ist es natürlich schwarz, stark, vollmundig. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist ein Titel. Habe ich euch jetzt eher verwirrt durch das? Nein, es ist eine ganz, die Botschaft ist ganz klar zusammengefasst. Das Gefühl des Verstehens und der Realisierung hängt bei uns immer mit einer Kombination von Bild, Überschrift und Fließtext zusammen. Ja, vielleicht haben wir genau deshalb eigentlich in diesem Seminar mit Rausch und Rauschen begonnen. Einerseits das Bildrauschen, andererseits, wie heißt es beim Ton? Weiße Rauschen oder so. Und das war mal eigentlich auch eine Ausgangslage. Da haben wir gestartet. Und letzten Endes ist es das jetzt eigentlich auch geworden, wenn man hier die vielen Klänge gleichzeitig hört, man hört dir zu oder jetzt gerade mir und doch gibt es im Hintergrund diese vielen Einflüsse, visuell oder eben auditiv und ja, manchmal hat man fast das Gefühl, zumindest gerade beim Zuhören, immer wieder poppt ein Klang auf und mal ist der dominant und dann steigt man wieder ins Gespräch ein und es ist irgendwie dieses Kaleidoskop von Wahrnehmungen, was plötzlich sich verändert, dadurch, dass es diese Überlagerungen gibt und diese Schichtungen und eben das Rauschen dann intermedial auch. Und das Subjekt, du weist uns jetzt darauf hin, dein großer Arm geht dahin und sagt, da hinten das Geräusch und unsere Wahrnehmung bekommt eine Beule, ja meine jedenfalls, aha, da, genau, ich habe es die ganze Zeit gehört, aber jetzt höre ich es für einen Moment anders. Und dann sagst du, und die meine Sprache, aha, ja, diese, ne? Also genau, diese natürlich der subjektive Faktor, nicht zu verachten. Sonst order from noise. So ein Stichwort. Ich lerne da gerade. Ich habe ja so ein Buch. Hab ich es noch dabei? Wir hatten hier einen Vortragenden. Also wir hatten eine Battle vor ein paar Tagen mit Dieter Mersch und Erich Hörl. Dieter Mersch dürfte ein bisschen bekannt sein aus Zürich eventuell. Und da ging es eigentlich sehr stark auch darum. Also in welcher Art. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ordo ab Chao, also die Ordnung, die aus dem Chaos entsteht. So, nebenher. Ich bin kein Philosoph, aber ich wildere gerne. Ich sollte eine Frage stellen, als hier Behauptung, besser als Behauptungen aufzustellen. Wie geht's weiter?
Ja, wir verdauen morgen bestimmt weiter und wahrscheinlich, zumindest kann ich das, glaube ich, für uns sagen, wir, oder ich zumindest, werde morgen auch in den Verdauungsprozess einsteigen und am Freitag werden wir auch weitermachen und am Abend dann unser großes rauschende Fest mit Essen, Konzert, Performance, 19 Uhr. Welche Funktion hat diese Bühnenbox, die immer wieder bespielt wird? Ich habe jetzt schon mehrere Personen gesehen, die in diesem gelben Kasten agieren, und zwar sowohl im Film als auch live, ja? Also das war, am ersten Tag stand die da auf einmal, ohne meinen Einfluss. Und in meiner Funktion als Dokumentationsgruppe habe ich mir überlegt, wie kann ich, oder die Box hat mich eingeladen, da irgendwie was drin zu machen. Und dann habe ich eben angefangen, zuerst einen kleinen Dokumentationstext zu schreiben über das, was wir bisher gemacht hatten. Und dann meine andere Investigation mit der Kamera hat eben dazu geführt, zu diesem ersten Testlauf, dass ich eben einfach den Text dann auf Papier geschrieben habe und mit der Kamera, die an meinem Körper war und in der Box und wo sozusagen über die Blätter der Text läuft. Und also die Perücke kommt daher, dass ich einmal die Perücke wirklich absichtsweise schon mitgenommen hatte aus Zürich. Aber zweitens, dass ich eben die Kamera ja auch als Fremdkörper irgendwie an mir dran hatte, aber dass die irgendwie ein Teil von mir war. Und genau so dachte ich, die Perücke kann auch ein Teil von mir sein und trotzdem ein Fremdkörper, und wollte einfach damit spielen. Gefühl, dass es außerdem wie ein Rückzugsort teilweise ist für uns, die Möglichkeit, mal kurz dort halb zu verschwinden und ganz bei sich zu sein. Die vielen Einflüsse und eben dieses Wahrnehmungschaos, was auch einen die ganze Zeit umströmt, wenn man in diesem Raum ist, davon muss man auch manchmal Abstand nehmen können. Und das ist irgendwie so ein schöner, symbolischer Raum. Diese Box, in die ich mich, die Box meines eigenen Körpers, meiner eigenen Wahrnehmung, in die ich mich zurückziehe. Und vielleicht auch ein Ort des Wartens. Also wir hatten ganz oft auch das Thema Warten. Denise, ich weiß nicht, wo er ist. Ah ja, hat sich damit beschäftigt. Vielleicht willst du noch was zum Warten sagen und wie du das Warten in der Woche dokumentiert bzw. gesammelt hast, vielmehr eigentlich. Ja, also zum Warten kam ich ja über das Nichtstun an sich, und angefangen hat es damit, dass ich kein Konzept hatte im Vorhinein, und also nur, dass ich mich mit dem Nichtstun befassen möchte, und das Warten kam mir da als erstes in Sinn, als eine Form, die unter bestimmten Gesichtspunkten das Nichtstun sein kann. Und das war am ersten Tag, aber ich hatte mir vorgenommen, über das hinweg dann immer wieder neue Formen und Zuständen auszuloten oder weiterzuführen. Also durch das Warten, was jetzt immer wieder hineingeflossen ist, auch, also das überlappt sich auch, hat sich dann am nächsten Tag ergeben, dass ich zuerst mal länger geschlafen habe und dann ganz praktische Dinge erledigte, und auf dem Weg ist mir eingefallen, jetzt brauchst du doch noch Material. Also ich habe dann auf dem Weg vom Ort, wo ich übernachtet habe, zu hier, habe ich Material gesammelt und habe dann das alles zusammen inhaltslose Formsuche genannt. Ich dachte, das ist ein spannender Ansatz, welchen ich heute auch weitergeführt habe. Aber heute habe ich eher bewegte Bilder gesammelt, und das einen Tag davor war der Früchtekorb mit den
Klanginstrumenten. Und ja, das Warten ist ja dann auch auf andere Arbeiten hineingeflossen und es kommt auch immer wieder vor oder plötzlich fällt es einem auf oder wird es immer wieder thematisiert, schon das letzte Mal im Lecture und es ist sogar noch eine Arbeit von dir entstanden gestern. Also ich habe das Warten quasi aufgenommen und ins Büro gebracht, um dort das Warten walten zu lassen und habe mir auch Spielregeln dafür überlegt. Ich habe einen Sessel in die Mitte vom Raum gestellt, mich darauf hingesetzt und eine Botschaft auf einem Zettel gehabt. Die Botschaft hieß, ich warte bis, und dann gab es einige Aktionen, die zu erfüllen werden sollen, die erfüllt werden sollen, bis ich nicht mehr warten muss. Und das war zum Beispiel, ich warte, bis mir jemand auf die Schulter klopft, habe mich hingesetzt und gewartet. Und die Zeit dazu habe ich gestoppt, bis dann wirklich jemand gekommen ist und mir auf die Schulter geklopft hat. Und das ging weiter mit, ich warte, bis ich Applaus bekomme. Und die Leute sind durchgegangen, meine Kollegen haben weitergearbeitet und manchmal haben sie es nicht mehr ausgehalten und haben mich von meinem Warten erlöst. Das ging dann oft relativ schnell. Und einer dieser Zettel ist jetzt hinten bei der Sophie gelandet. Da steht, ich warte, bis mir jemand einen Kaffee bringt und darauf habe ich am längsten gewartet und es ist bis jetzt nicht eingetroffen. So gesehen habe ich das Warten in das Büro gebracht, um allein die Erzählung von Dennis, die ja nicht als etikettierbar abgegeben wurde, auch eben zu verdauen. Genau. Warten kann, könnte man in jedem, wenn wir bei dieser Einteilung noch blieben, warten gehört eigentlich zu jedem dieser Stadien irgendwie? Das Warten und Erwarten natürlich auch, weil wir haben dadurch, dass wir es uns aufgeteilt haben, ja auch auf Sammelobjekte gewartet und haben selber schon verdaut und es spielt das eine dem anderen zu. Es ist sowohl das Warten als auch das Erwarten und wie wollen wir das uns noch ausbringen? Ja, das eine bedingt das andere. Ja, ich war dabei vor 2 Tagen, als das Thema Warten, Nichtstun als Idee oder als Aufgabenstellung, was ja wirklich hohe Schule ist. Das schafft keiner von uns. Nichtstun. Ja, oder? Das ist ganz hohe Schule. Es klingt so nach, ist wahrscheinlich das Höchste, was man erreichen kann. Auch da subjektiv gesprochen, nichts tun. Genau, es ist jetzt das erste Mal, wo ich wirklich die Formen ausprobieren möchte. Davor hatte ich so das Nichtstun an sich erprobt und jetzt halt selbst. Also, aber es ist dann immer, es kommt drauf an, von welcher Seite man es ansieht. Und morgen möchte ich mit keinem eigenen Projekt weiterfahren und etwas ausführen von jemand anderem. Also dann mache ich auch nichts. Und trotzdem tue ich was. Ja, es war die Frage, wie streng du mit dir bist, finde ich. Ja. Wo beginnt das, wo endet das? Genau, und ich finde es hier ideal, um das auszuprobieren. Yeah.
Schön, ein Aspekt, den wir uns auch angeschaut haben, ist die Stille. Das Wahrnehmen der Stille im Stadtraum. Und das gerade hier zu praktizieren, ist eigentlich ja, toll, dass das entstehen kann, auch, finde ich. Vielleicht, ja. Und jetzt im Moment des Wartens habe ich gemerkt, ich bin der erste Moment einfach hier, wirklich hier, präsent. Vorher immer eben dieses dauernde Gemurmel, ah, diese Idee, und es hat explodiert und bin losgelaufen und alle möglichen Ideen hinterher. Und das war jetzt richtig schön vorher, einfach mal hier zu sein, wirklich hier zu sein. Wo? Ich könnte auch noch etwas zu meinem Projektchen sagen, das sich gerade noch am Entwickeln ist, aber es ist noch nicht beleuchtet. Aber wir können mal kurz darüber gehen. Meine Ausgangslage war, dass ich visuelle Wahrnehmungsverfremdung ausprobieren möchte mit verschiedenen Möglichkeiten. Und hier ist einfach eine erste Idee. Hier ist in der Mitte ein Glas, ein richtiges Glas, und rundherum ist Plastik. Und wenn man hindurch sieht, ist es in der Mitte scharf und rundherum verschwommen. Und das ist schon ziemlich interessant, hier durchzugucken. Oder, und auch wenn es sich bewegt, dann sieht man immer das in der Mitte scharf und das rundherum unscharf. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, das ist auch sehr subjektiv geprägt, meine Arbeitsweise, dass ich von meinem Designdenken her versuche, so eine, also auf ein einfaches Konzept zu bringen oder einen Effekt zu erzielen, auch mit etwas. Und das war auch eine Frage, die sich bei mir oft gestellt hat während dieser Woche: Wie fest bewege ich mich weg von meinem Design-Prozess-Denken, eigentlich, dieses zielgerichtete Denken. Ich profitiere gerade davon, dass da die Stille wieder herrscht. Und ich habe mich mit der Stille im urbanen Raum auseinandergesetzt, und das war ein sehr amüsanter Rausch, mit einem Mikrofon und einem Kopfhörer versuchen, die Stille zu finden und festzustellen, dass, wenn man das macht mit einem relativ hochwertigen Equipment, dass dann alle Filter wegfallen, die man sonst im Kopf hat, und dass man auf ganz andere Dinge aufmerksam wird. Und das ist einerseits das Rauschen von dem Equipment, aber es kommt auch wirklich ein Rausch dazu, wenn man die Augen schließt, weil man Dinge hört, die man sonst einfach schlicht nicht hört. Und ich werde versuchen, jetzt diese paar Files, die ich an verschiedenen Orten, wo ich mich zuerst hinschicken ließ von Berlinern und Leuten, die in Berlin wohnen, sie fragte, wo ist es für euch ruhig oder wo sucht ihr, geht ihr hin, wenn ihr Ruhe sucht, und das Resultat nicht so befriedigend war, weil die mich immer in irgendwelche Parke schickten, wo man sowieso vor allem Autos hört, dann die außen rumfahren, habe ich dann so eine Reise durch Berlin gemacht, gestern vor allem, und jetzt etwa 10 Files zusammen, die aus verschiedenen Arten von relativer Ruhe bestehen. Habe zum Teil auch noch Jogger, die da durchrennen, und entsprechend Hundebesitzer und Hunde, die sehr große Freude an mir hatten. Und das durchbricht dann diese Stille, aber es kommt immer wieder so ein Moment von relativer Ruhe, kommt dann vor, und erstaunlicherweise ist der einzige Ort, an dem man keine Autos hört in Berlin, ist der Flughafen Tempelhof. Mitten auf dem Flugfeld, weil da sind die Autos mindestens 1 Kilometer weg, und dann hört man sie eigentlich je nach Wind praktisch nicht mehr. Ich versuche jetzt etwas mit dem zu machen. Es war extrem amüsant, einfach auch Geräusche einzufangen, aber ich versuche mich auf diese Wahrnehmung der Ruhe und Stille zu beschränken, um das nicht noch mehr aufzuweiten.
Ich versuche gerade für mich den Zwischenraum auch zwischen dem, was du gemacht hast und dem, was du schilderst. Das ist auch ein interessantes Stadium jetzt, weil wir kommen jetzt so in diese einzelnen Positionen. Aber es vergegenwärtigt mir jedenfalls wirklich die Frage des Zwischenraums. Weil ich als Nies-Nutzer, sozusagen, ich komme hier rein, ich kann mich mal auf einzelne Dinge kurz konzentrieren. Es wird ein Flirren entstehen. Es wird, so eine Art Grundrauschen, meinethalben. Aber letztlich ist es der permanente Übergang, was ja nicht so schlecht ist angesichts des der Themen, die da zusammenstoßen. Oder eben auch der Zwischenraum, der letztlich für mich thematisiert ist. Es ist ja eigentlich viel mehr Zwischenraum da, als man meint. Also von wegen, Rahl, was du eben gesagt hast. Ne? Es ist ja viel mehr Zwischenraum da, als man meint. Wir jagen vielleicht diesen einzelnen Ideen hinterher oder wir sind, je nachdem auch, gibt es dann eine Sehnsucht oder eine innere Motivationslage oder eine Fragestellung. Aber letztlich produzieren wir oder stimulieren wir eigentlich nur unterschiedliche Zwischenräume. Ich fühle mich verfolgt. Jetzt schwindelt. Ja, auch das hier ist ja eine Zwischenraumfrage irgendwie, letztlich. Abgesehen von diesem. Eben habe ich das auf dem Film gesehen, kann das sein? War das das? Dass du das wegschlepptest und ich habe das nur so mit einem Auge noch da drüben gesehen. Abends. Man hat ein Gerät gefunden. So eine Pyramide braucht Platz. Steht ja auch nur was zwischen. Ja, und trotzdem nimmt es Platz weg. Trotzdem mühsam, genau. Ich will das damit auch nicht nivellieren, das ist mal so eine Gefahr, es geht um Zwischenraum, so wie man sagen würde, es geht um den Prozess und so eine Scheiße. Aber trotzdem, dann auf einmal ist es dann, hat es eine Konkretion für mich, also als Nies-Nutzer in diesem Raum, weil ich kann natürlich, ich war jetzt zu kurz da wieder, also morgen bin ich länger da. Und dann kann ich mich da auch mal, setze ich mich dann mal vielleicht, wenn ich Lust habe, ein paar Minuten davor oder ich lese bestimmte einzelne Dinge, dann ist es ja wie eine kurze magnetische, also so ein Anziehungsprozess, oder? Ne? Dann kommen die Einzelheiten so, aber letztlich ist der Zwischenraum, der hier entsteht, auch sozial, kollektiv, in der Vielstimmigkeit, die ich eben schon meinte, ist ja eigentlich doch der Luxus, der auch da ist. Das merke ich auch, wenn ich wegfahre jetzt. Ich musste mal, wie gesagt, zum zehnten Mal gesagt, ich musste ja mal kurz weg. Ich habe sofort Entzugserscheinungen. Ich darf das ja gar nicht sagen. Ja. Ne? Also im Sinne von, dass irgendwas, auch wenn ich, manchmal sitze ich da über Wochen und dann, keine Ahnung, dann nervt mich die Klimaanlage oder so, aber dann bin ich weg, dann vermisse ich sie. Das ist wie im echten Leben. Also wir werden jetzt heute Abend werden wir die Antwort nicht genau finden mit der Wirklichkeit. Deshalb, ich bin ja für die Reparatur des Unwirklichen. Die Chancen halte ich für größer. Fragen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Retrospektive, Anregungen. Nur wegen dem barocken Emblem, von dem du gesprochen hast. Was hast du gesagt? Jedes Denken funktioniert wie ein Verstehen, wie ein barockes Emblem. Es gibt eine Inskription, eine Pictura. Es hat diese Komponente. Ja, aber vielleicht, also das lebt ja auch von Zwischenräumen, weil zwischen dem Titel und dem Bild und der Subskription gibt es einen Abstand und dieses Verstehen im Emblem ist nicht ausformuliert, sondern soll sozusagen dazu dienen, ein Denken in Gang zu setzen oder so. Aber ich finde es eigentlich ein schönes Bild, um das mitzunehmen. Also so, vielleicht könnte man ja schon auch über die Inskription des ganzen Raumes und die Subskription nachdenken und die Pikture und welche Zwischenräume nötig sind, um irgendeinen Denkprozess in Gang zu setzen oder so. Und
ich glaube, dann muss man sowohl die Inskription wie auch die Subskription irgendwie kennen, um die Distanz zwischen den Bildern zu einem Denken überhaupt bringen zu können oder so. Und das weiß ich noch nicht genau, wo das im Moment ist oder wie genau ihr das verortet. Ja, das war meine Frage gewesen. Die barocken Embleme ja nicht nur was verstehen wollen, sondern sie haben vor allem auch eine Moral. Also sie sind ein moralisches Statement auch, oder? Und das gibt es vielleicht auch bei jedem Verstehensprozess, sowas wie einen bestimmten Ethos, der dieses Verstehen überhaupt antreibt oder so. Verstehen wollen. Ja, Notwendigkeit zu verstehen. Wir sind ja auch nicht nur für uns hier, sondern es ist ja ein Büro und es ist ja eine Ausstellung da und es kommen auch Besucher der Ausstellung hierher, die Möglichkeit haben, am Anfang der Ausstellung oder am Ende durch unser Büro durchzugehen und zu der Fragestellung des Verstehens und auch des Zwischenraums. Meiner Meinung nach ist der auch beim Besucher zu finden, der Zwischenraum, weil der für sich alle Arbeiten verbindet, jede Art von Auseinandersetzung. Und da wird der Zwischenraum auch gefüllt mit Gesprächen, also auch wieder mit Erzählung und die Fragestellung des Besuchers gegenüber und unser Wunsch, Besucher mit einzubinden, also den gab es vor allem auch beim Input. Wir haben sie auch extra darauf hingewiesen, dass wir auch von Besuchern gerne einen Input hätten. Da waren zum Beispiel eher Kinder ein bisschen gebefreudiger. Die haben dann auch was hinterlegt. Ja, und in diesen Gesprächen war das Verständnis eben auch eine große Frage. Was macht sie hier und warum macht sie das? Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das auch der Zwischenraum. Ja, und ich glaube gerade auch hier, weil wenn die Leute den anderen Weg gegen den Uhrzeigersinn gegangen sind, also diese doch sehr perfekte Ausstellung wahrnehmen, die zum Thema hat eben die Closed Circuits, das heißt den Rezipienten, also das Individuum als nicht nur ein notwendiges Bindeglied, damit die Arbeit überhaupt jeweils funktioniert, sondern auch mit quasi dem auch da so autoreferenziellen Zeigefinger, also dass diese Arbeit funktioniert. Hallo, nur wenn Sie in den Schacht von Bruce Nyman reingehen. Aha, also ich so. Ja. Und dann, also es hat eine sehr starke Behauptung, was diesen so die Partizipation angeht und auch den quasi didaktischen Wert, der daran steckt, der die Vermittlung eben, Kunstvermittlung als Vermittlung, als Vermittlung, als Vermittlung, als Vermittlung. Und dann kommen die Leute hier an und ja, ich verstehe mich nicht falsch, aber das geht hier ja auch schon seit 2 Monaten so, dann kommen sie halt an und sagen ja, okay, aber was ist das jetzt? Also es gibt schon einen Kontrast, wo die Verstehensfrage, die drüben, also sozusagen Spur für Spur oder Situation für Situation buchstäblich dramatisiert ist oder dramaturgisch sehr konzis jeweils gearbeitet, kommen Sie hier hin und dann ist es doch ein eher loserer Zusammenhang, der auf eine ganz andere Art und Weise die jeweilige Partizipation verlangt oder herausfordert. Ne? Genau, den Schrecken hat man den Besuchern noch quasi auch angesehen. Die sind hineingekommen und waren teilweise völlig überfordert mit dieser Offenheit eines Büros, wie wir es auch hier angehen. Und das kommt dann auch natürlich auf den Besucher an. Es gab welche, die sich schüchtern zurückgezogen haben und welche, die sich hineingeworfen haben und auch gleich Diskussionen mitgestaltet haben und angegriffen Sachen. Das ist ja auch nicht so, dass man bei uns die Sachen nicht angreifen darf. Und da gab es einfach auch unterschiedlichste Reaktionen auf das Büro. Also das, was ich jetzt schon mehrfach genannt habe, dieses sich zurechtfinden in der Wirklichkeit, also auch in der persönlichen Wirklichkeit, hängt für mich jedenfalls doch immer in einer
ab von einer Balance von Nicht-Verstehen und Verstehen. Also das heißt, wir haben die Tendenz, oder ich halte es fast für eine Notwendigkeit, also wenn man nicht psychotisch ist zum Beispiel, das, was ich weiß von Psychosen, ich hatte mal eine mit Anfang 20, war, dass das ist ein großes, manchmal schaukelt es sich hoch über das Gefühl, man würde im Moment erstmal plötzlich alles verstehen, man versteht also den Kosmos quasi, also es geht so, und irgendwann bricht das unheimlich zusammen, natürlich, also es, und zwar vor allem in der Funktion, dass keine Selektionsmöglichkeit mehr vorhanden ist. Also das, was unser System permanent macht, nämlich das, was ich am Anfang schon zitiert habe, die Auswahlfunktion, Vordergrund, Hintergrund, Unterscheidung zum Beispiel, ist dann kaputt einfach für eine Zeit lang. Das heißt, das große Rauschen, oder wie man es nennen soll, das große Durcheinander stürzt auf dich filterlos ein. Und das, was wir tun ansonsten, nämlich auf der einen Seite selektieren, also wir können uns zum Beispiel aufeinander konzentrieren, wenn man es nicht zu sehr thematisiert, selektieren, also bestimmte Dinge herausschneiden und so, dass mein System sagt, das ist jetzt gerade wichtig, damit beschäftige ich mich, alles andere filter ich weg, hängt zusammen mit der Grundfunktion eines gewissen Verstehens. Oder genauer gesagt, ich habe eher gesprochen von dem Gefühl, ich würde verstehen. Deshalb habe ich dieses PowerPoint-Beispiel genannt. Man kriegt irgendwas geliefert und hat permanent durch die emblematische Grundkonstellation das Gefühl, aha, ja, ich verstehe. Wenn ich das hinterher aber versuche für mich abzurufen, merke ich, wenn dann die Bilder weggefallen sind und die Inskription und die wenn das also nicht mehr so fein auf mich wirkt in dieser Kombination, dann merke ich plötzlich, ich habe vielleicht gar nichts verstanden. Ich hätte vielleicht mehr verstanden, wenn diese Person nur gesprochen hätte und ab und zu mal ein Wort oder einen Satz zitiert. Und deshalb meine ich, unsere Wirklichkeit, ich glaube, dass unser, das sage ich jetzt eher spontan, dass unsere Ortung innerhalb von Wirklichkeit und auch unsere Wirklichkeitsgenese, also wie wir sie produzieren, doch abhängt von diesem Gefühl wenigstens, ich verstehe es irgendwie, es konvergiert, es ist so, wir setzen uns praktisch permanent zusammen und einen Bereich, wo wir meinetwegen sagen, das verstehe ich eh nicht oder es ist egal. Ich glaube, das hängt schon irgendwie zusammen. Und ich bin ja nur in diesem Kontext draufgekommen, weil eben hier von Anfang an auch eine Kombination ist von Inscriptio, Petura und Subscriptio. Gerade heute Abend, also wie gesagt, ich bin heute ziemlich aktiv in dieser subskriptiven Funktion. Habt ihr es jetzt verstanden? Wir sagen ja nicht, niemand von uns behauptet, ich verstehe die Wirklichkeit, aber wir tun so, als ob. Sonst könnten wir gar nicht überleben. Und das Dazwischen konstituiert sich eben aus dem Verstehen oder Nicht-Verstehen. Und das Dazwischen hängt eben demnach an bestimmten Parametern fest. Also den Zwischenraum, ich glaube, das ist irgendwie für mich, das würde ich jetzt für mich jedenfalls gerade abtrennen, das ist eine andere Kategorie. Okay. Also es ist eine andere Kategorie wirklich des räumlichen Wahrnehmens auch hier und des Wahrnehmens einzelner Positionen. Also womit ist, ich weiß gar nicht, wie du heißt, der große Warter. Dennis, womit ist er beschäftigt und womit ist die Dame beschäftigt, die durchs Plastikfenster guckt und so. Das war ein anderer Kontext. Das habe ich jetzt nicht für mich nicht überblendet. Mhm. Hängt natürlich, kann man natürlich auch, aber dann wird es schon wieder kompliziert. Etwas haben wir gestern noch alle da draußen im Innenhof festgestellt und das ist eigentlich auch ein Dank an dich und das Museum hier. Es ist extrem angenehm, abgesehen von der Klimaanlage, hier zu arbeiten. Also die Lichtdurchflutung, die ganze Architektur, die Materialität, wie das saniert ist. Ich habe von Martin gehört, wie sanft das jetzt saniert worden sei und so, auch Martins Arbeit. Es ist außerordentlich angenehm, da zu arbeiten und es ist auch sehr spannend, immer wieder
Leute zu haben, die vorbeikommen, und man fühlt sich auch irgendwie ja, verantwortlich, da was passiert. Und ich, das finde ich auch sehr spannend, auch gerade in diesem hochkarierten Kunstkontext hier im Raum 3 und dann kommt das Chaos. Und das finde ich, also ich empfinde Kunst so als spannend zu erleben. Ich würde eigentlich gern selber da mich mal schauen, selber anschauen, also wie das reinkommt, ob das geil ist oder nicht. Kritik, Verbesserungsvorschläge, Anregungen für die Zukunft, Lehrsätze, Inskription, Subskription, Images, das große Nichts. Ja, dann können wir ja was zu trinken holen. Danke an alle.